So, da starten wir wieder durch. Death Stranding, neue Runde, Leute. Oh, ne. Stimmt. Hier war ja der Schnee, ne? Aber ich finde, der Charakter sieht... Der sieht einfach gut aus, ne? Auch mit dieser verblendeten Maske. Jetzt, Feni, guten Abend. Hallo. Grüße dich. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Lass mal gucken, was wir für Aufträge haben. Also noch ein Eventrang verfügbar. Okay, die brauchen wir eigentlich nicht. Hatten wir uns schon einen Weg markiert? Nee, ne? Müssen erstmal alle Markierungen entfernen. Was hatten wir jetzt für Aufgaben? Fracht. Zerstört. Das kann weg, ne? Haben wir noch irgendwas zerstört? Das können wir abladen. Brauchen wir nicht. Sehr gut. Krähe, Mahlzeit. Grüße. Sind echt ein paar Sachen zerstört, ne? Hatten wir denn hier einen neuen Auftrag? So, erstmal gucken. Ne, nur Standardaufträge. Was war denn die Aufgabe jetzt hier? Ach, wir müssen hier wieder zum, zum Hartmann-Labor, ne? Da war ja irgendwas. Oh, der ganze Weg wieder zurück. Das wird ja lustig. So, wo sind wir denn lang gelaufen letzte Mal? Ich glaube, wir sind hier durch Stock und Stein gelaufen, ne? Wobei, man sieht ja auch die Wege, die wir gelaufen sind. Wo laufen wir denn weiter hier? Also ich würde ja quasi sagen, dass wir hier so rüberbauen. Ich wollte erst mich, glaube ich, nochmal ausrüsten mit den... Habe ich die CK-Dinger mit? Ein, zwei, ein paar Leitern. Ich könnte noch kurz was produzieren, bevor wir weitergehen. Ausrüstung herstellen. Oh, da was Neues. Granatwerfer. Ui. Verschießt Granaten im Aufprall Wirkung entfalten. Anti-GD-Blutgranaten. Tödliche Granaten. Sehr gut. Gibt's auch. Ich würde sagen, wir bauen noch so ein paar Rutschen, ne? Wie viel können wir davon bauen? Zwei Stück. Okay, die nehmen wir nochmal mit. Und dann gehen wir zurück in Hartmanns Büro. Sind natürlich wieder bepackt mit tollen Sachen. So, jetzt müssen wir einmal kurz einen Weg dementsprechend noch einzeichnen. Und dann... Boah, das sieht so geil aus, diese Maske. Jetzt mit diesem verblendeten Teil, ne? Dann können wir eigentlich hier so... Warte mal. Eine Route zeichnen, ne? Da. Und dann hier. Und dann gucken wir mal, ne? So, wo ist der Weg? Ab in die Kälte, Leute. So, jetzt geht's wieder los, ne? Such den Weg. Such die Markierung. Ja, ja, ist klar. So, wir sind jetzt hier und müssen da quasi genau drauflaufen. Wir könnten ja hier so einen Teil bauen. Das müssen wir gleich mal machen. Ja, ja. Guck mal, wie tief der Schnee hier ist. Das ist ja mega. Wo ist denn der Weg jetzt hier? Geht es da vorne lang? Oh, jetzt suche ich wieder diese Markierung hier, ne? Das ist so ein... ein Tinef. Da vorne müsste die sein. So, wir bauen jetzt auch mal direkt hier so ein... so eine Anlage hin. Dann kommen wir hier auch ein bisschen besser hin. So. Web. Bauen. Wir müssen, glaube ich, hier hoch, ne? Da oben haben wir, glaube ich, auch schon so ein Teil gebaut. Und da müssen wir gleich mal weiter gucken. Ist denn diese doofe Markierung schon wieder? Einfach geradeaus. Okay. Sehr gut. Laufen wir mal los. Lukas, Mahlzeit. Grüße. Einmal durch den Schnee warten hier. Na, wir werden mal gucken, dass wir hier so eine Seilrutschen-Kombi einrichten. Sofern das funktioniert, ne? Ach, da ist der Weg. Hat es jetzt wieder vollgebracht, dass wir das Teil hier hingebaut haben. Egal. Da ist die Markierung. Na, werden wir einfach mal weiterlaufen, ne? Ach, da hoch müssen wir. Das ist ja schön hier.
glaube, ich baue hier unten nochmal eine hin. Was musst du da machen? Sachen von A nach B transportieren und die Welt retten. Vor den, vor einer Zwischenwelt, den sogenannten Strand. Am besten mal auf Homer Uncut vorbeischauen, Ausrufezeichen YouTube. Da kriegst du die ganze Story mit. Weil ich lade immer alles hoch. Und dann könnt ihr das dementsprechend quasi euch auch immer anschauen, ne? So. Hier bauen wir auch nochmal so ein Teil. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. So. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Story mit ganz, ganz vielen coolen Sachen. Sieht aus wie Dachstein, ja. Das ist Hammer, also. Ist einfach richtig geil gemacht. Und hier Hauptdarsteller ist ja der Norman Reedus aus Walking Dead. Und viele andere Schauspieler spielen halt hier auch mit, ne? Sky, Hallöchen! Grüße! Boah, der Soundtrack ist so mega geil. Vielleicht klettern wir da hoch und bauen da oben die Seilrutsche. Ach so, na dann. Cool. Cool, Sky. Freut mich. Vielleicht sollten wir mal hier hochklettern und vielleicht da oben so ein Teil hinbauen. Oder hier oben. Kriegt der gleich nur eine Verbindung? Müssen wir mal gucken. So, wartet. Hier wird es schon wieder schwer, ne? Mal gucken, ob wir hier eine Verbindung hinbauen können. Ah, hier gibt es nicht genug chirale Brandbeitere. Schade. Was ist jetzt schon wieder los hier? Oh, nee. Jetzt haben wir schon wieder hier ewig GDs. Oh, Mann. Verdammt. Ich glaube, das Spiel wird noch ganz wild werden zum Schluss. Oh nein. Es geht schon wieder los. Da kommen die GDs wieder. Du bist auf jeden Fall wieder zurück zu Hartman. Passt der Sound, Leute? Ich hoffe, es ist alles okay soweit. Boah, dieses Gebiet hier, ne? Ah, das war dieses Megagebiet. Jupp, alles klar, sauber, Blackie. Wieder aufpassen hier, ey. Jetzt kommt wieder dieser... Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, wir sind ganz nah. Ja, wir sind sehr nah. Nein. Oh, da haben wir Glück gehabt. Oha. Geht schon wieder richtig krass los hier. Jo, guten Hunger. Nein! Schnell weg hier. Scheiße. Komm, schnell weg hier. Oh, Glück gehabt, Alter. Boah, dieser Weg hier, ne? Sind wir eigentlich? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, wir müssen links rüber. Boah, dieser Weg hier war letztes Mal schon so heftig, ne? Und so viele GDs. Das ist echt Wahnsinn.
Das Gebiet ist so crazy. Scheiße. Weiter, weiter, weiter. Boah, ne. Scheiße. Alter, wie viele sind denn da? Nein! Scheiße. Oh, ne. Ach, nein. Oh. Weg hier. Wir müssen ja aus dem Gebiet raus, Leute. Scheiße, Alter. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Scheiße, scheiße. Schnell weg hier. Wir müssen einfach hier aus dem Gebiet raus. Weg, 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 weg. Oh, hier. Da ist eine Seilrutsche. Vielleicht können wir die nutzen. Vielleicht können wir die nutzen. Ja, ich bin schon dabei. Du kommst aber nicht weg. Das Teil folgt uns. Scheiße, Alter. Es gibt hier wieder so einen krassen Leeresturz. Wir könnten gegen den kämpfen, aber ich glaube, wir haben zu wenig Waffen mit. Können wir das Teil hier nutzen? Das wäre mega gut. Nee. Schnell weg hier. Oh. Das war knapp, Leute. Das war richtig. Nein, wir sind nicht tot. Quatsch nicht. Boah, wir haben richtig Glück gehabt, ey. Warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Da. Runter. Jo, wir müssen da runter wieder, ne? Boah. In letzter Sekunde, auf jeden Fall, ja. Boah, Spiel macht so mega Bock, ne? Guck mal, jetzt haben wir ins Büro. Gut, dass wir da die Rutsche hingebaut haben. Aber es war echt verdammt knapp, ne? So, zurück bei Hartman. Hat uns wieder richtig erwischt, das Viech, ne? Ah, da waren auch viele GDs, oder? Also... Mal gucken, was Hartman will. Hä? Jetzt kommen wir nicht rein. Tür öffnen, ah. Boah, wie scheiße sehen wir denn aus? Heftig. Also, uns hat's voll erwischt. Danke, Sam. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Na, Mori. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein. In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Oha. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind.
Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Mhm. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht? Ja, und das ist noch nicht alles. 10 Sekunden bis zum Herzstillstand. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Lockzeiten geändert. Hä? Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Hier, eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur. Sam, tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Dai Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben. Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Also ließ ich sie in Mountain Not City zu deiner Fracht packen. Aha. Like it. Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen 5. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiraliumablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das 6. Aussterben erleben. Das 6. Aussterben? Ach komm. Oha. Pension Moin. Was das ist, oder? Mammut. Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Genau. Und das? Der ja, Natala. Von vor 5.300 Jahren. Sehr gut. I like die it. Die gleichen Nabelschnüre. Aha. Blödsinn. Wer weiß. Was, wenn Mammut und der Eismann gar nicht eingefroren waren? Willst du damit sagen, die Zeit stand für sich still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay. Vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Die Nabelschnur nicht verwest. Ah, nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein. Ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite. Ich halte die Säugetiernabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Oha. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten,
Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit streng gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder EI-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit streng Extinktionsentitäten sind. Wow. Siehst du, Sam, EE sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war? Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hicks schnatte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Doms. Sam, überleg mal. Angenommen, Präsidentin Strand war eine EE. Könnte da nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hicks zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Hm. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann. Falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hicks scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen. Wir müssen nach Westen gehen. Mit Hartmann umgehen. Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Ah, Die Hartmann, ich wusste es. Ich wusste es. Wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Ich bin wirklich gespannt, wer recht hat. Aber ist schon krass, ne? Die Story ist mega geil. I like it. Oder, Chat? Was sagt ihr? Also ist auf jeden Fall schon Wahnsinn, oder? Die ganze Story, alles verschwörungsmäßig. Und das ist ja die Tochter von der Strand. Mal sehen, ne? So, wir müssen nach Westen gehen. Brauchen erstmal einen Auftrag und dann gucken wir mal. So. Es ist Zeit, Sam. Wenn du bereit bist, begib dich zum Ufer des Teergürtels und beginne mit der Arbeit am chiralen Relais. Bring es mit dem Cupid. Ich bin auch gespannt. Sobald es fertig ist. Das benötigte Material steht für dich bereit. Die Vorräte sind begrenzt, also behandle sie vorsichtig. Du wirst auch viel tragen. Alles in allem könnte das einer deiner bis dato schwierigsten Aufträge werden. Oha. Hartmann weiß mehr über den Ort als ich, deshalb übernimmt er jetzt. Es ist ohnehin Zeit zum Aufwachen für ihn. Defibrillation. Abstand halten. Oh, Kühlschränke transportieren, Leute. Gar kein Bock. Genau. Was diesen Wegposten angeht. Eigentlich wollten wir dort den Wegposten errichten, den wir an den Teergürtel verloren haben. Paradoxerweise haben wir es nicht getan. Weil uns der Ort zu unsicher und das Risiko nicht wert zu sein schien. Das ist jetzt unsere beste Hoffnung. Hoffen wir also, dass unsere Entscheidung damals falsch war. Glücklicherweise ist das gelegte Fundament immer noch intakt. Du musst nur das benötigte Material hinbringen und die Sache zu Ende bringen. Ah ja. Ich fürchte, dass wir nur so das Netzwerk weiter nach Westen erweitern und Amelie retten können. Wir zählen auf dich, Sam. Ja, das höre ich immer schon die ganze Zeit, ne? Erstmal duschen gehen, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir ziehen direkt los, Leute. Ist nicht schlimm. Alles gut. Oh, 150 Kilo. Lul. Auftrag annehmen. Okay. Mal gucken, ob wir es tragen können. Wir bestätigen erstmal alles. Wir verteilen das gleich. Das wird echt krass werden, glaube ich. Relais-Reparaturen. 200. Oh, wir müssen ein paar Sachen ablegen, Leute. Warte mal. Kletterverankerung Stufe 2. Die TK-Andinger hier. Warte mal. 1. 2. Haben wir alles ausgerüstet, ne?
Die Stiefel muss weg. Oh, die Handschuhe, warte, die müssen wir uns auch neu machen. Und das Geländeskelett Gold 1. Müssen wir auch neu machen. Abladen. Das wird schwer. Wir werden uns gleich ein paar Sachen noch herstellen. Das wird mega krass. Warte. Wir müssen uns so ein Kraftskelett bauen. Es gibt ja auch so ein Kraftskelett, ne? Warte mal, wo war das? Wir brauchen erstmal Kraftskelett Silber. Kraftskelett Stufe 3 brauchen wir. Aber in Gold 1. Dann brauchen wir dementsprechend, was brauchen wir denn noch? Krafthandschuhe Gold. Und neue Stiefel war das, ne? Britische Stiefel Stufe 3. Jo. Stellen wir mal kurz her. So, Schuhe anziehen. Anzug befestigen. So kann ich. Fracht ablegen und ausrüsten, jo. Sehr gut. Handschuhe anziehen. Dann nochmal alles verteilen, ne? Sehr gut. Boah, guck mal, wir können bis 325 Kilogramm tragen. Das ist mega krass. Oha. So, ich würde sagen, let's go, Leute, ne? Vielleicht finden wir irgendwie nochmal so einen Unterschlupf, wo wir uns mal kurz regenerieren können. Irgendwo. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir hin müssen. Aber cool, dass es diese ganzen Ausrüstungsdinger gibt, ne? Boah, wir müssen hier hin. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir wieder durch dieses ganze Gebiet hier, ey. Absoluter Sackgang. Das heißt, wir müssen wieder komplett durchs GD-Gebiet. Also da, wo wir auch hergekommen sind, ne? Gut, wir könnten ab hier. Warte mal, machen erstmal wieder alle Markierungen weg. Was ist mit Lou? Ist nicht schlimm soweit. Ist nicht so schlimm. Wir haben, glaube ich, da einen Unterstand. Da kommen wir gleich vorbei. Und dann können wir Lou regenerieren. Vielleicht gehen wir auch erstmal zu Evo Devo Biologin und machen da vielleicht irgendwie was. Ich guck mal gerade. Vielleicht sollten wir auch da lang gehen. Einfach hier direkt runter. Was haben wir denn hier alles? Pathologe, da. Ja, wir müssen da lang, ne? Hier lang. Und hier lang. Ja, wird auf jeden Fall weiter Weg. Wir nutzen erstmal die Seilrutschen wieder, die wir gebaut haben, um zu dem Ursprungspunkt hinzukommen. Gucken wir mal, ne? Baby ist gerade AFK, ich weiß. Gucken wir mal. Ist aber nicht so schlimm. Wir hätten ja auch ein Motorrad, aber mit Motorrad können wir, glaube ich, nicht viel anfangen. Wir werden erstmal wieder hier die Schnellreise nutzen. Dann haben wir schon mal ein bisschen Weg, den wir ready haben. Schauen wir mal, ne? Also das wird auf jeden Fall ein krasser, eine krasse Geschichte werden hier. So, Seilrutsche benutzen. Let's go, ne? Über den Wolken. Ei, ei, ei. Muss die Freiheit vor grenzenlos sein. Ja, wir gehen da mal hin, ne? Abfahrt. Ja, direkt ins GD-Gebiet. Sehr toll. Da die chirale Bandbreite nicht ausreicht, können wir hier nichts mehr bauen, ne? Aber wir müssen da lang. Guck mal, da kommen wir direkt da lang. So, haben wir schon mal ein bisschen Weg gespart. Und wir gehen weiter, ne? Echt?
Hast du so viel gespielt, oder was? Krass. Also hat Spaß gemacht, Sky, ja. Ah, sehr gut. Was hast du gespielt für eine Map? So, wir watscheln mal weiter hier, ne? Warte, wir könnten mal kurz hier... Nee, warte mal, wo war das? Nee. Hier, Jess Energie. Ah, nee, brauchen wir gar nicht. Ah, er hat schon regeneriert. Okay, wir müssen ab und zu mal Pausen machen, damit er sich regeneriert. Sehr gut. Wir gehen wieder direkt durchs GD-Gebiet, ne? Absoluter Sackgang. Oder wir laufen mal ein bisschen weiter außen rum hier. Warte mal. Achtung. Mal kurz verschnaufen. Wir könnten auch da lang, ne? Ja, komm, wir gehen da lang. Felsbrunnen oder so. Ach, die Standard-Map, okay. Also hat Spaß gemacht, das ist die Hauptsache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht können wir ja die ganzen Leute hier umgehen, ne? Boah, diese Reisen hier, ne, mit den, stellt euch mal vor, ihr müsstet 185 Kilo tragen, Leute. Ah, okay. Wenn wir irgendwo so einen Unterschlupf finden, regenerieren wir erstmal und werden unsere... Ja, sind auch überall GTs. Was ist denn hier los? Also hier sind auf jeden Fall GTs. Was kann man denn hier? Gemeinschaftskasten. Was haben wir für Fracht? Stiefel. Anti-GD-Waffe. Aha. Ne, wir nehmen nichts mit. Naja, würde ich mir auch alle Achsen brechen. Ah, wir gehen in die falsche Richtung. Wir müssen da lang. Frei benutzt. Sind wir jetzt wieder richtig? Mal kurz gucken. Jo, wir müssen da lang. Und hier werden uns dann wieder irgendwelche GDs begegnen. Verdammte Axt. Ach, da vorne, da war der leere Sturz. Guck mal, da fliegt schon wieder alles. Vielleicht können wir das Ganze ein bisschen umgehen hier, ne? Sind wir noch richtig? Jo. Wir sind gleich bei der Biologin. Vielleicht sollten wir doch einen anderen Weg einschlagen, warte. Wir gehen vielleicht hier lang. Dann da lang. Ist vielleicht besser. Sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Ja, wir laufen ein bisschen abseits, aber... Ich glaube, manchmal abseits laufen ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Kurz mal ausruhen. Ah, sehr schön. Ein bisschen regenerieren. Schulter massieren. Schon geil, ne? Da war Glatteis. Ja, bestimmt. So, wir stehen mal wieder auf. Gehen mal wieder weiter. Ah, da hat Blums gemacht. Ja, muss sich ab und zu ausruhen, ne? Wie sagt man immer, Pausen sind wichtig und richtig, ne? Ich glaube, wir sind auch auf dem richtigen Weg, hoffe ich zumindest. Ja, da geht der Weg lang davor, ne? Ich glaube, wir sind die GDs jetzt ein bisschen umgangen. Und haben da ein bisschen, ja. Ein bisschen Glück gehabt, ne?
Kletterverankerung habe ich noch mitgenommen, damit wir auch wieder gut absteigen können. Ne? Sind wir richtig? Kurzen Blick auf die Karte, jo. Wir sind mehr als richtig. Dann ist darunter. Ui, ui, ui. Alter. Weiter geht's. Können wir nicht hier? Boah, es ist so schwer, ne? Also, wie er schon gesagt hat, Wahnsinn. Verschnaufen mal kurz. Pausen machen. Eine Schlittenparty. Ja, gut. Abend, Grüße. Dem ist kalt, ne? Wir sind aber auf jeden Fall richtig. Wir sind hier runter. Und dann da hinten wieder hoch. Scheiße, man echt keine Schlitten hier hat. Ihr habt recht, ne? Das wäre halt richtig krass. Ist der Österreich, moin. Ah, guck mal, wir können vielleicht gleich das Teil nutzen. Da können wir uns mal kurz ausruhen. Das ist Bibi. Das ist Rot. Weil Bibi ist gerade nicht einsatzfähig. Die hat vorhin so einen Schock bekommen, wo wir von den GDs in dieses, von diesem Wal da angegriffen wurden. Die ist gerade im Schockzustand. Das heißt, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn GDs kommen würden. Das würde man jetzt nicht erkennen, ne? Aber wir können gleich hier unsere Seilrutsche nutzen, die wir gebaut haben. Hoffe ich zumindest, dass sie da funktioniert. Wir müssen irgendwo einen Unterschlupf finden, wo wir uns ein bisschen erholen können. Schon sehr krass. Keine Seilrutschenverbindung. Schade. Müssen wir doch manuell laufen. Das ist die Ausdauer hier. Ist halt mega schwer, der ganze Kram, ne? So, wir machen nochmal Poiskin. Dem ist kalt. Auch, ja. Auch. Müssen weiterlaufen. Müssen uns beeilen. Nicht, dass der gleich erfriert oder so. Ist da? Mal kurz auf die... Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, okay. Wir sind gleich da. Bei der Evo-Devo-Biologin. Aber hier wird es gleich wärmer. Das ist schon mal gut. Damit wir hier aus dem Schneegebiet rauskommen. Guck mal, auf einmal grün, ne? Wir laufen jetzt einen kleinen Umweg. Und hoffen, dass wir da weiterkommen, ne?
Jetzt sind wir wieder hier in diesem Dingensgebiet. Wie heißt das? In diesem komischen Teergebiet. Aber da, guck mal, das scheint irgendwie ein Untergrund zu sein, ne? Da vorne müssen wir, glaube ich, hin. Jo. Vielleicht haben wir da irgendwie die Möglichkeit, uns irgendwie unterzustellen. Vulkan-Observatorium, da waren wir ja auch schon. Oh, wir müssen wieder durch das Gebiet hier. Oh, das Motorrad. Da können wir das Motorrad nutzen, warte. Ich glaube, hier hat es voller GDs ja gewimmelt, ne? Das war eine Falle, ne? Ah, guck mal, da haben wir so einen Unterstand. Da können wir uns erholen. Ich nehme mal das Motorrad hier mit. Achtung. Ich nehme mal das Motorrad hier mit. Die Landschaft sieht so geil aus, auf jeden Fall, Sir Angelo. Oh, endlich mal ein Fahrzeug hier. Es ist halt voll schwer, mit denen hier zu fahren, ne? Über dieses Gebiet hier. Hier ist ein Zeitregenunterstand, aber vielleicht können wir uns ein bisschen erholen hier. Guck mal hier, die Vulkangegend, ne? Ist halt mega geil. So, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir sind jetzt hier und müssen dann ein bisschen weiter nach rechts, ne? Steigen mal kurz ab. Uns mal kurz aus und wenn man eine Runde pennen hier, um ein bisschen zu erholen, ne? Können wir das machen? Warte, wir schlafen mal eine Runde. Ich glaube, wir sind hier sicher. So, erstmal eine Runde pennen. Guck, da regeneriert er nämlich, seht ihr? Guck mal, wie der Bibi im Arm oder Lou im Arm nimmt. Wir lassen ihn mal kurz ein bisschen regenerieren. Voll süß, ne? Ja. So. Aber wir müssen auf jeden Fall noch einen Unterschlupf suchen, damit wir uns komplett regenerieren können. Ne? Richtig knuffig, auf jeden Fall, ja. Aber die Grafik jetzt hier in der Umgebung, guck mal. Ist mega geil, oder? Guckt euch mal die Gegend an. Dieses Vulkangestein hier. Hat ein bisschen was von Island, ne? Hatte er, glaube ich, letztes Mal schon geschrieben. Ist irgendwie schon sehr cool. So, das sollte reichen. Da haben wir wenigstens wieder ein bisschen Energie und dann gucken wir mal weiter. Ich würde sagen, wir stehen mal auf. Das ist auch nicht mehr so. Jetzt müssen wir mal kurz mal gucken. Wir müssen quasi einfach geradeaus, ne? Einfach geradeaus. Wir versuchen mal mit dem Fahrzeug hier ein bisschen weiterzukommen. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen blöd aus mit dem Fahren. Ja, ja, ist ja gut. Fahrzeug benutzen. Dann gucken wir mal, ne? Noch in so einem Gebiet hier von solchen komischen Preppern, ey. Verdammte Scheiße. Schnell weg hier. Ich glaube, das bringt hier nichts. Schnell weg hier.
Das stimmt, ja, das passt, ne? Oh nein! Jetzt kommen da irgendwelche Vollidioten, ey. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Habe ich irgendwelche Waffen? Natürlich nicht. Oh nein, weg hier. Das wird böse jetzt. Ist schon so gut wie tot. Das wird nix. Müssen irgendwie fliehen hier. Ich versuche mal zu fliehen, Leute. Schnell weg hier. Wir können den Rauch nutzen, um sich zu verstecken. Okay. Ah, verdammte Axt. Wir haben halt einfach keine Chance, ne? Müssen einfach weiter. Ich glaube, wir sind ja richtig. Diese scheiß Prepper, ey. Ich hasse sie. Sind wir richtig? Jo, wir sind richtig. Ein Stückchen weiter hoch. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Haben wir sie abgehangen? Jo, wir haben sie abgehangen. Ich glaube, wir sind richtig hier. Sind wir hier richtig? Oh Mann. Essen? Ich guck mal, ich kann gerade gar nichts. Der muss erstmal ausruhen. Ich kann ja gar nichts machen. Der ist halt jetzt auch maximal gerannt, ne? Aber wenn die Musik kommt, das heißt, wir haben es, glaube ich, geschafft, ne? Gesamtpause 9 Sekunden. Wir müssen ein Stückchen nach links. Also hier rüber und dann können wir was essen. Ich guck mal. Weiter. Also sind fast da, ne? Geht wieder auf. Das wäre gut. Müssen wir da runter, oder was? Wir sind jetzt immer geradeaus. Ah, wir sind gleich da, Leute. Guck mal, da sind diese Teerbäche. Oh. Also das wird jetzt ein bisschen gefährlich, glaube ich. Du Heiler, guck mal. Da vorne müssen wir, glaube ich, hin. Der ist mega fällig, Alter. Sind gleich da, Leute. Das ist nur noch hier vorne. Da vorne irgendwo müssen wir hin. Du bist gleich tot? Nee. Ich bin nicht gleich tot, Leute. Das ist die Energie des Anzugs, Leute. Tot ist was anderes. Das ist die Energie dieses Anzuges. Die ist gleich weg. Die ist gleich weg. Jetzt sollten wir eine Kletterverankerung nehmen, um da runterzukommen, ne? Warte mal. Ich habe ja ein paar. So, jetzt können wir nämlich hier die Kletterverankerung nutzen und können da runter.
Das ist nicht so anstrengend für die, für diese Dinger da, ne? Dann eben mal mit 18 Kilo abwärts. Hä? 185 Kilo, nicht 18? Sebi? 185? Aber ist schon krass, was der hier für einen Weg zurücklegt im gesamten Spiel, ne? Die Atmosphäre ist schon richtig geil bei dem Game, das stimmt, ja. Aktivskelett ist nicht mehr aktiv. Oh Gott, jetzt wird's richtig heftig. Jetzt wird's richtig heftig. Das heißt, wir können uns nämlich kaum bewegen. Wir gucken nochmal, ob wir nochmal eine Kletterverankerung irgendwo nutzen können. Werkzeuge können nicht verwendet werden, die Fracht ist zu schwer. Ach du Scheiße. Nee. Wir wollen da nicht hoch, Leute. Ich will mich einfach drehen, aber es geht nicht. Das Kraftskelett ist nicht mehr aktiv. Kann ich das nicht mehr aufladen? Verdammte Scheiße. Ich hätte ein zweites... komm, wir machen mal kurze Verschnaufpause hier. Oh, oder so. Geht auch. So, kann ich denn noch laufen? Wir brauchen irgendwie so eine Ladestation hier. Boah, Leute. Das ist so krass jetzt. Ach so, nee, es hat mit Reparaturspray nichts zu tun. Boah. Wir müssen irgendwie Energie auftanken. Aber konnte ich nicht so ein Ding bauen hier, so einen Unterstand? Warte mal. Da hinten hin, ne? Alter, sind echt schwere Dinger. Ja, mit Reparaturspray kriegst du das nicht heile. Das funktioniert nicht. Wir müssen halt nur den Spaß liefern, ne? Gucken, wo wir sind. Ich muss mal kurz die Musik unterbrechen. Immer geradeaus, okay. Nabend, I'm a Toaster. Er ist immer noch auf Kali. Der regeneriert sich auch nicht. Der muss in so ein Ding jetzt angeschlossen werden. Kann man die Zeit eigentlich beim Tag einskippen? Die Zeit? Du kannst einfach den Tag beenden. Einfach an die Tür rausgehen, dann bist du fertig. Da kommt der nächste Tag, ja. Oder immer Kalender. Steiniger Weg. Wir müssen, glaube ich, da runter, ey. Hä? Die Uhrzeit ist doch vollkommen egal, Senior Sebi. In dem Spiel bei PC Building Simulator. Das ist doch vollkommen egal. Nicht einladend aus? Was sieht nicht einladend aus? Das hier mit dem Laufen? Oder meinst du da unten? Ja, ich weiß nicht. Ist halt alles kaputt, ne? Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Das sieht echt alles sehr kaputt aus. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen kaputt, ne? Boah, ist echt ein langer, schwerer Weg. Oh Gott, wir sind gleich richtig down. So, da hinten hin sogar. Mal kurz gucken. Wir müssen links. Wir müssen echt da runter. Boah,
Guck mal, ist alles kaputt. Ach du Heiland. Weniger Zeit, um Aufträge zu machen. Nee, hast du nicht. Du kannst so lange die Aufträge machen, wie du willst. Michel, Grüße. Die Stadt da hinten, ey, alles kaputt. Heftig. Krass. Irgendwelche Sachen hier für dieses Teergebiet, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Irgendwie Versorgungsdinger. Die muss ich wohl da unten irgendwo hinbringen. Mal kurz. Einfach geradeaus, ne? Ziel, Auftrag, Reparatur. Genau. Reparaturrelais sind das. Wir müssen, glaube ich, an diesen Dingen dahin. Ah, guckt euch mal die Stadt im Hintergrund an mit dem ganzen Nebel. Das sind hier so Teersümpfe. Das ist ja alles zerstört. Ja, es wiegt 185 Kilogramm. Und mein Kraftskelett ist gerade kaputt gegangen. Beziehungsweise die Energie ist alle. Und das alle ohne Lou. Ja gut, Lou ist ja eigentlich nur da, um uns vor der KDs quasi zu warnen, ne? Aber alles im anderen habt ihr schon recht, ne? Aber es sieht ja trotzdem nicht so gesund aus. Ich weiß nicht, also. Puh. Also wohl hier hinzugehen, fühle ich mich am besten nicht, ey. Fühle ich nicht. Den ganzen Spaß. Und die müssen wir auch noch verbinden. Vor allem, guck mal. Das sieht hier schon so ein bisschen aus wie der tote Strand, ne? Oh, wir sind gleich da. Sam, du müsstest bald beim alten Baugrund sein. Such das Terminal und reiche dein Material zur Abwicklung ein. Müsste, glaube ich, hier sein, irgendwo. Da vorne. Jetzt können wir auch einmal wieder schneller laufen, lol. Oh Mann, Alter, guck ich das mal an, wie trostlos das hier ist. Sieht sehr gesund aus, nee. Suche das alte Terminal. Das muss, glaube ich, hier irgendwo sein. Das sieht sehr tot aus da. Ja, ja. Sind so Teersümpfe oder sowas. Da oben müssen wir hin. Passiert doch gleich bestimmt wieder irgendwas. Aber ich denke auch hier, dass Die Hardmen und so, dass sie irgendwie was ganz anderes wollen. Ich denke auch, dass der ein oder andere mit dem kooperiert. Akku leer. Sam, du musst das Material erst abwickeln lassen, um das chirale Relais fertigzustellen. Abwickeln? Ja, ja. Jetzt ist die Batterie komplett leer. Das sieht hier echt sehr tot aus. Das ist echt, das ist schon wieder eine Falle, ey. Das ist sowas von... Jetzt müssen wir da noch hoch. Na, Martin, Grüße. Das ist echt krass, oder? Wahnsinn, ey. Jetzt müssen wir da hoch noch. Alter, was soll das denn schaffen? Ach, hier, über die Dinger hier. Boah, der kann nicht mehr. Der ist voll fertig mit der Welt. Heft.
heftig, heftig. Keep out. Oh, wir sind gleich da, Leute. Oh, was für eine schwere Geburt, ey. Mega Auftrag. Liefern. Angeforderte Fracht. Let's go. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Yes. Ein bisschen kaputt, ne? Aber Hartman sendet Likes. Hartman eine Reanimation. Gute Arbeit, Sam. Greif auf das Terminal zu und nimm das Relais in Betrieb. Jetzt müssen wir das mit dem Cupid verbinden. Also ich fühle mich da nicht wohl, Leute. Das sieht alles sehr, sehr komisch aus. Guck mal, die ganzen Kabel und es ist, ich weiß es nicht. Also endlich weg mit dem Zeug hier. Ob das kein Fehler war, alles zu verbinden, ne? Sehr gut. Mission completed, Leute. Boah, plus 3300. Neuen Strang geknüpft. Wir haben fast alles verbunden jetzt, ne? Ja, fast. Dieser war ich mich nicht an. Also, später wir können. Okay. Und damit steht unsere Verbindung. Wenn du den Teergürtel durchquerst, ist das Ende in Sicht. Wir sind fast bei Amelie. Bei Amerikas zweiter Chance. Edgenard City wartet. Die Leute, die wir schicken, errichten zuerst eine Schutzhütte. Mit der Zeit erweitern sie ihre Tätigkeiten und bauen eine neue Einrichtung. Damit führen sie das Vermächtnis der tapferen Seelen fort, die der Teer verschluckt hat. Alles dank dir, Sam. Jetzt überlegen wir, wie du den Teergürtel überwindest. Schön. Am besten Zeit, ne? Chroniken Kapitel 2, der einsame Weg. Gut. Wir ruhen uns mal kurz so ein bisschen aus hier. Und setzen uns mal ein bisschen hin hier, ne? Guck mal, der ist richtig fertig. Wahnsinn. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier. Zielrand des Teergürtels. Wie kommen wir da hin? Haben wir noch irgendwo hier so einen Unterstand? Nee, ne? Da müssen wir jetzt hin. Müssen mal gucken, wie wir da hinkommen. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr so schwer zu tragen. Das ist schon mal ganz gut. Aber weit ist es eigentlich nicht. Aber die Frage ist, wie komme ich da hin? Du kannst fliegen. Was? Ich kann fliegen? Natürlich. Wie soll ich denn da hin? Der einzige Weg nach Westen führt hier durch. Zu allem Übel dürfte dein TCK nichts herstellen können, das dich auf die andere Seite bringen würde. Irgendwie muss es gehen. Wir dürfen nicht aufgeben. Zu viel steht auf dem Spiel. Vielleicht fällt uns ja hier irgendwas ein. Nach allem, was du durchgemacht hast, würde es mich nicht wundern, wenn du selbst schon ein paar Ideen hättest. Guck mal, da hinten ist so eine Brücke, Leute. Geh mal runter hier. Guck mal, hier ist so ein Ding. Ich will mal was checken gleich, wartet. Ah, guck mal. Okay. Da gibt's nichts, ne? Lass uns mal kurz darüber schwingen. Das habe ich gemeint. Aber wir müssen ja rüber.
Der ist außer Reichweite. Wir können ihn nur hin und her. Chirale Brücke. Gehen wir wieder zurück. Aber mit den Dingern kommst du nicht weit, weil du kannst nichts bauen, hat er ja gesagt. Ich würde da rechts so rumgehen. Hier lang, geradeaus über die Brücken und dann mal gucken. Ach, guck mal. Ich habe mein Fahrzeug hingestellt. Ah, guck mal, wir können sie aufladen, Leute. Ah, guck mal. Wir haben wieder Energie. Sehr gut. Vielleicht da hinten irgendwo lang. Na komm, wir holen uns das Fahrzeug. Komm. Das steht ja hier rum, ne? Warte. Wir nehmen mal das Fahrzeug jetzt hier. Vielleicht hier links sein. Die fahrt sich über die Brücke. Ja, wir müssen aber noch ein Stückchen weiter rüber, ne? Wir müssen hier in das Teerdingen rein. Aber vielleicht ist da hinten noch irgendwas. Wir gucken mal. Und hier ist wieder jede Menge GDs wahrscheinlich. Frage ist, ob wir hier weiterkommen, ey. Wie komme ich da rüber, Leute, ey? Über die Brücke hinter mir? Scheiße. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell wieder raus hier. Ich geh erstmal wieder zurück hier. Welche Brücke meinst du, Deckungsnoob? Diese Brücke da? Warte. Über diese Brücke hier meinst du? Könnte klappen. Über dieses Teil hier, ne? Da bist du schon drüber. Aber hier ist auch eine kaputte Brücke. Vielleicht kommen wir da drüber. Nee, die ist komplett kaputt. Über diese Brücke hier. Scheiße. Scheiße. Guck mal, die halten uns da weg. Die halten uns da weg. Die halten uns da weg, Leute. Nein! Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Du musst ja ganz dringend weg hier. Wo sind wir? Wo sind wir? Aber das wäre die Chance. Da können wir hoch. Da können wir rüber, Leute.
Da kommen wir rüber vielleicht. Guck mal. Vielleicht kommen wir da rüber. Sind wir da richtig, warte? Wir sind da richtig. Da müssen wir hin. Wunderschönen guten Abend, Jolie. Grüße. Alter, was ein Riesenwal hier. Ich glaube, wir müssen da sogar drüber. Habt ihr recht, Leute. Schnell weiter. Komm. Schneller, schneller, schneller. Hoch, 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 hoch. Komm. Wir nutzen die Chance des Strandes, um darüber zu kommen. Mal kurz gucken. Ah, sieht gut aus. Müssen wir da dann links. Also darauf wäre ich echt nicht gekommen. Gut gemacht, Sam. Wenn du da draußen alles gibst, besteht noch Hoffnung für uns. Wir müssen hier hoch, komm. Komm hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Alter, komm. Da müssen wir hin, da hinten. Das ist das Ziel. Mann, 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 Mann. Schnell, 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 schnell. Komm. Komm. Komm hoch da. Kommt er nicht hoch jetzt? Scheiße. Jetzt, komm. Komm hoch. Sauber. Komm. Weiter, weiter. Da, du Viech. Schnell weg hier. Schnell, 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 schnell. Komm. Kletter, kletter, kletter. Komm hoch da. Nee, ich muss da hin. Ich muss die Apokalypse nutzen, damit ich zu meinem Wegpunkt komme, nach Edgenot City. Das ist der letzte Punkt, den wir noch verbinden müssen. Aber ja, Apokalypse ausgelöst. Erfolgreich. Nein. Komm, hoch da. Jetzt hoch, komm. Dahin müssen wir hin. Tja, wir haben Moby Dick gerufen. So ein bisschen Jump'n'Run mäßig aktuell. Komm. Auch da. Du Scheiße. Wow, 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 wow. Komm hoch da. Komm. Oh, Lou ist wieder da. Wir haben ein paar Blutbomben, aber nicht viele, ey. Hä, da ist Emily. Hä? Was ist jetzt los? Was macht die da? Auf der Sinn. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber was ist das? Warum? Thank you.
Lol.